Linde von der Gründungswerkstatt Enterprise. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stadt voller Gründer. Heute besuchen wir Fabian Wallina aus Potsdam. Ich bin Fabian Wallone, meine Firma heißt VioKid und ich bin Veranstalter, DJ und Filmemacher. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen? Das fing tatsächlich ziemlich früh an, und zwar in meiner Schulzeit. Da war ich selbst in einem Schülerradio, das sich zu einer Schülerfirma umentwickelt hat oder gegründet hat, und da war ich mit dabei. Nach meiner Schule bin ich tatsächlich in mich gegangen und habe überlegt, was mache ich. Ich habe es probiert, ohne Abitur einen Ausbildungsplatz zu finden, und dann habe ich mich, wie gesagt, dazu entschlossen, eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann zu machen. Wie kam das mit dem DJ noch? War das immer so, ist das ein Beiläufer gewesen? Dadurch, dass ich viel mit Musik zu tun hatte, habe ich bei meinem Bruder mal Musik auf seinem Geburtstag gespielt, sozusagen einen DJ gemacht, und da habe ich halt jemanden kennengelernt oder wieder getroffen, der momentan selber DJ war, und der hat mir gezeigt, was man dann so mit Musik alles machen kann an dem Abend, und das fand ich ziemlich interessant und habe es halt auch dann selbst so nach und nach mir beigebracht, Equipment gekauft und immer weiter gelernt, und ich wollte eigentlich zur DJ-Schule, aber das habe ich dann gelassen, weil ich mir dachte, das kriege ich auch so hin. Im Endeffekt Learning by Doing, und das hat geklappt und jetzt lege ich mittlerweile vor 900 Leuten auf. Wow. Und wann war der Punkt, dass du dich selbstständig gemacht hast? Also machst du das jetzt hauptberuflich oder wie ist das? Hauptberuflich mache ich das leider nicht, weil ich tatsächlich da noch ein zweites Standbein habe. Für mich ist die Selbstständigkeit sehr wichtig, aber hauptberuflich verdiene ich halt tatsächlich noch mehr Geld als in der Selbstständigkeit, was natürlich mein Ziel ist, hauptberuflich das runterzufahren und mehr Geld in der Selbstständigkeit zu verdienen. Man hat Angst, ob das so klappt, mit Versicherung und, aber das, da arbeite ich dran. Arbeitest du viel von zu Hause für deine Selbstständigkeit oder hast du noch ein Büro? Ein Büro habe ich keins. Im Endeffekt, meine Wohnung ist quasi mein Arbeitsplatz. Ansonsten ist quasi draußen im Freien mein Job und mein Büro. Du bist als DJ und Night Manager unterwegs, das ist dann häufig im Waschhaus, oder? Mein größter Arbeitsplatz ist quasi das Waschhaus, und da können wir auch gerne noch hinfahren. Ja, gerne. Na dann, auf geht's. Was sind denn deine Aufgaben als Night Manager, wenn du hier unterwegs bist? Ich bin der Erste, der kommt, und der Letzte, der geht. Man bereitet das Gelände vor, man schließt alle Zäune, Kasse vorbereiten, Personal, wenn das ankommt, briefen. Dann kommt die Security, die muss natürlich auch gebrieft werden, und dann geht's quasi los. Dann zwischendurch mal, wenn wieder zu viel Geld in der Kasse ist, nimmt man das raus und bringt das in den Tresor. Wenn man dann halt quasi die Veranstaltung fast beendet hat, dann zählt man die Kasse, dann zahlt man meistens die DJs aus, dann kann das Personal gehen und dann haben wir fast Feierabend. Auf deinem Weg in die Selbstständigkeit hattest du da besondere Unterstützung? Ich bin auch sehr dankbar, dass meine Familie immer hinter mir steht, und ich selbst war halt auch bei der IHK mal bei einem Gründungstag gewesen, wo viele Unternehmen, auch frische neue Unternehmen da gewesen sind und halt auch Institutionen, die einen helfen, sich selbstständig zu machen, darunter auch Enterprise. Und das habe ich halt dann auch sehr dankend angenommen und habe da Workshops besucht, und diese haben quasi mir wesentlich geholfen, um beispielsweise Rechnungen, wie schreibe ich eine Rechnung, das lernst du einfach nicht in der Schule. Dementsprechend habe ich das besucht und bin sehr dankbar, dass es dieses Projekt gibt.